Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Interview von Bettina Geithner und heute mache ich ein Interview mit Pierre Frank und zwar werde ich heute mit ihm, also er ist ja sehr, sehr bekannt und heute werde ich mit ihm sprechen und zwar natürlich über sein Hauptthema, sage ich jetzt mal, über Resonanz, aber ich werde ihn auch ein bisschen zu seinem persönlichen Weg fragen, weil ich finde es sehr interessant, wie er seinen Ansatz und seine Lehre, sage ich jetzt mal, auch entwickelt hat und uns weitergibt. Lieber Pierre, ich freue mich total, dass du... Erstmal vielen Dank für die Einladung und für dein Interesse. Ja, und ich freue mich so, dass du da bist. Genau, wir kennen uns ja vor vielen Jahren. Ich habe vor vielen Jahren, muss ich meinen Zuschauern sagen, vor ungefähr, ich weiß nicht, 10 Jahren, mehrere Seminare beim Pierre und bei der Michaela. Und seitdem sehen wir alle jünger aus. Genau, und seitdem hat sich mein Leben verwandelt. So. Also, lieber Pierre, was mich natürlich jetzt gleich am Anfang interessiert, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Resonanz, also als Beispiel, ich bin Single und auf Partnersuche, jetzt möchte ich mit Resonanz meinen Partner oder meine Partnerin finden und melde mich jetzt nicht bei Elite Partner, Parship oder E-Darling an, gehe auf keine Single-Börse, sondern ich möchte mit Resonanz, mit meinem Resonanzfeld meinen Partner finden. Wie geht das? Ja, wir finden immer nur per Resonanz unseren Partner. Aber die Frage ist, was für ein Partner und was für ein Resonanzfeld baue ich denn auf? Also wir haben einen Gedanken oder wir denken immer wieder etwas Ähnliches. Ja. Und wenn wir das immer wieder tun, bauen wir ein Resonanzfeld auf. Das wollte ich gerade genau. sagen. Genau, das strömt raus. Ja. So. Und jeder, der damit in Schwingung ist mit uns, also klar, da draußen, wenn ich denke und ein Resonanzfeld aufbaue, das tun ja Millionen, Milliarden von Menschen. Also wir sind ja voll mit Resonanzfeldern. Genau. So, wir würden ja irre werden, wenn wir alles hören und spülen könnten. So, wir spüren nur das, womit wir gleich schwingen. Also auch wenn ich etwas aussende, wenn ich eine Überzeugung habe oder immer wiederhole, ich bin nicht liebenswert, ich bin ein Trottel, ich bin doof, mich kann ja keiner mögen, keine Ahnung, oder ich bin toll, ich bin lieb, jetzt habe ich den richtigen Partner in meinem Leben, was auch immer, wovon ich überzeugt bin, das sende ich aus. Okay. So, und jeder, der damit in Schwingung ist, kann das auffangen und kommt in mein Leben. Also Resonanzfelder ziehen sich an. So. Und jetzt ist aber die Frage, ob deine Partnerschaftssuche, was für einen Partner suchst du denn? Was ist denn Partnerschaft für dich? Die meisten Menschen sagen zwar, ich möchte gerne den Seelenpartner haben oder ich möchte den perfekten Partner haben oder den idealen. Ja. Was ist denn perfekt für dich? Ja, ich möchte einen Partner haben, der mich glücklich macht. Was ist denn Glück für dich? Die meisten Menschen suchen nicht nach dem Seelenpartner. Die meisten Menschen suchen aus einem Mangel heraus. Ich will nicht mehr verletzt werden. Ich möchte nicht mehr einsam sein. Ich möchte Sexualität haben. Das ist ein schlechtes Motiv. Ganz genau. Ja, also das heißt, wir haben immer einen Grund. Wir befinden uns in einer Situation und die wollen wir nicht mehr. Also möchte ich jemanden haben, der entweder all das macht, was ich vorher nicht erlebt habe. Bitte schön, das will ich alles nicht mehr erleben. So. Oder der mich rettet oder. Okay. Ganz oft sind die Motive, die wir haben wollen, kurzfristig. Also nehmen wir an, ich möchte gerne viel Sinnlichkeit haben. Genau. Ja, dann bekomme ich einen Partner, habe mit dem ein reges Sexleben, aber sonst nichts. Es ist ja nur dieses Resonanzfeld aufgerufen worden. Und deswegen ist es ganz wesentlich, gerade bei der Partnersuche, dass wir uns erstmal für uns überlegen, was für ein Partner bin ich eigentlich? Was ist denn Partnerschaft für mich? Genau. Also, wie möchte ich leben? Möchte ich in der Stadt leben, auf dem Land leben? Möchte ich Kinder haben, keine Kinder, eine große Familie haben? Ich weiß, ich kenne auch viele, die sagen, er muss so sein, sie muss so sein. Sie muss so ausschauen und so und so und so. Und die. Aber es ist gar nicht so wichtig, wie sie sein soll. Es ist doch in erster Linie auch wichtig, dass ich mir mal bewusst bin, was ich geben kann. Genau. Es ist doch auch wichtig. Genau. Und wenn ich mir bewusst bin, was ich geben kann, dann will ich automatisch ja jemanden, der auch zu dem passt, was ich geben kann, glaube ich. Kann man das so sagen? Ja, absolut. Du musst erstmal wissen, was möchte ich in der Partnerschaft erleben, was kann ich geben und was kann ich zum Beispiel nicht geben. Genau. Aber ich möchte es trotzdem erleben. Und deswegen ist es ganz, ganz wesentlich, dass wir erstmal in die eigene Suche gehen, wo geht meine Reise hin? Also was für ein Partner bin ich? Mhm. Weil wenn ich jemanden habe, der ganz anders tickt als ich, weil es ist ja so, wenn wir in eine Partnerschaft gehen, das ist so wie zwei Eisberge, die aufeinander zutreffen. Ne? Da sieht man oben das wunderbare glitzernde Ding und jeder lügt sich die Hucke voll. Wir lachen über Witze, die finden wir ganz einig, würden wir nie lachen. Und wenn der andere, wir suchen und nach Gemeinsamkeiten. Alles ist toll und wundervoll. Gar nichts. Und ich wollte auch schon immer wandern gehen. Ich hasse Wandern. Boah, Berge ist ja das Tollste. Segen, ja, toll. Wir wollen nicht mehr alleine sein und wir suchen nach Gemeinsamkeiten. Und erst dann, wenn die Verliebtheitsphase aufhört, da unten wabert ja unter dem Wasser beim Eisberg ja die große Wahrheit. So, dann sehen wir erst tiefer und dann sagen wir, nee, so haben wir es nicht gedacht. Doch,
Das haben wir auch angezogen, ja. Weil da steckt all das Unbewusste, all die Verletzungen, all das, was geheilt werden möchte. Und dann haben wir einen Partner, der genau darin rumstochert und immer sagt, schau mal das und schau mal das. Und letztendlich die Verliebtheitsphase ist deswegen so wesentlich, weil dort Bindungshormone ausgestoßen werden, damit wir nicht gleich weglaufen. Aha. Aber letztendlich das, was unter der Wasseroberfläche ist, das haben wir auch angezogen in unser Leben. Also jetzt nochmal so zum praktischen Leitfaden zurück. Also ich bin auf Partnersuche und ich mache mir erstmal bewusst, was ich geben kann, was ich geben möchte, was ich auch nicht geben kann oder nicht möchte. Und dann muss ich denken, oder was muss ich denken, oder wie kann ich mein Resonanzfeld dann ausbauen? Ich werde zuerst mal überlegen überhaupt, was bin ich für ein Partner? Also so habe ich es gemacht. Ich war doch auch. Ich habe mir doch zurückgezogen gehabt von der Außenwelt und habe mir überlegt, okay, ich möchte eine wundervolle Partnerschaft haben. Und dann habe ich, typisch Mann, habe ich mir eine Liste gebaut. Ich habe eine Spalte gemacht, links, da habe ich draufgeschrieben, mein Forderungskatalog, was ich alles erleben möchte in der Partnerschaft. Also klar, was für mich Partnerschaft zum ist. Zum Beispiel? So. Ja, ich möchte gerne viel reisen, ich möchte Sexualität haben, ich möchte jemanden, der in die Tiefe geht mit mir und. Also das war unglaublich viel. So. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kann ich denn tatsächlich geben in einer Partnerschaft? Was kann ich denn da rein? Genau, realistisch. Also der Forderungskatalog war riesig und was ich geben kann, war so. Also ich war schon so ein Beziehungskoppel. Da habe ich mir gedacht, das ist ja doof, weil das ist ja eine Schieflage. Wer soll denn das mit mir abgeben, wenn ich so wenig geben kann, aber so viel haben möchte? Genau. So, und dann habe ich mir eine dritte Spalte gemacht und da habe ich reingeschrieben, was habe ich denn bisher erlebt in Partnerschaften? Aha. Und siehe da, ich habe genau das erlebt, was ich auch geben kann. Mehr habe ich nie erlebt. Ah, okay. So. Und dann war mir klar, mein Forderungskatalog, was ich gerne erleben möchte, das wird natürlich etwas schwierig, das mache ich anders. Das wird mein Zielekatalog. Ich möchte also einen Partner haben, der mit mir auf gleicher Höhe ist. Der von mir aus auch ganz viele Dinge noch nicht entwickelt hat, so ähnlich wie ich auch. Mhm. Aber der die gleichen Ziele hat, dass ich dorthin entwickeln möchte, dass ich dorthin transformieren möchte. So. Also das war für mich unglaublich klar und das war für mich klar, ich sende das aus und ich habe das aufgebaut, das wird kommen. Und dann war natürlich so für mich eine vollkommen klare Sache, okay, da muss ich aber jetzt nicht suchen. Weil suchen ist ja genau das Gegenteil. Wir wollen, bei Partnerschaften sollten wir auf keinen Fall suchen. Genau, wieso nicht? Weil Single-Partys und so weiter und... Elite-Partner, Idaling. Ja, ne? Woher weißt du denn, dass der genau da ist? Oder woher weißt du denn, dass er auf also der nicht Party suchen, ist? Sondern was Nein, suchen ist ja ein willentlicher Akt. Da sind wir hier im Ratio. Okay. Da sind wir im Rationalen. Und so geht's nicht. Nein, also das heißt eigentlich entspannt zurücklehnen, offen sein. Ich bin offen und bereit. Ganz viele Menschen sagen, ich will einen Partner, aber sind gar nicht offen. Ja. Weil ganz viele Plätze sind noch belegt vom Ex oder Verletzungen oder ich habe Angst vor Nähe oder ich will das nicht zulassen. Ja. Also ganz viele Dinge, wo wir gar nicht bereit sind. Aber wir haben trotzdem die Sehnsucht, genau. mit jemandem zusammenzukommen. Okay. Also deswegen erstmal entspannen. Erstmal wissen, ganz was ganz wichtig, ganz wichtig. Nur in der Entspannung öffnet sich unser Wahrnehmungsfilter. Sich zurücksetzen, wissen, das ist Partnerschaft für mich und diesen ganzen Katalog möchte ich haben in meinem Leben. Und da bin ich bereit, auch mich zu transformieren und mich gemeinsam zu entwickeln. Ich habe es genauso gemacht und bin ja nicht aus dem Haus gegangen. Also ich habe mir gedacht, nee, das muss ich da Partner suchen? Nee, mache ich doch nicht. Wird ja kommen, wird ja einfach so. Und damals war ich ja in meinem Zimmerchen. So, und dann haben meine Kollegen gesehen, Menschenskinder, das ist ja doof, der Pierre, der ist ja dauernd nur zu Hause, der dreht ja durch, den müssen wir raus. Also haben sie ein großes Essen organisiert und haben mich gezwungen, du musst dorthin. So, jetzt bin ich also zu diesem Essen in dieser Kneipe, da waren plötzlich 30 Leute, ich war vollkommen überfordert, nach 3 Monaten nur alleine sein. Okay. So. Und da war aber auch eine Frau, und die setzte sich dann neben mich und so, und wir quatschten über Demut und über jenes, und ich habe ihr meine Telefonnummer gegeben, ihre wollte ich gar nicht, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt irgendwie so. Und 3 Wochen später rief diese Frau wieder an und bei mir und sagte Hallo, und ich wusste, wer sie war, aber ich wusste nicht mehr, wie sie aussah. Aber wir sprachen 4 Stunden am Telefon. Ja, toll. Und am nächsten Tag 8 Stunden am Telefon. Ich war in Berlin und sie war in Bremen. Am nächsten Tag nochmal 8 Stunden am Telefon. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wenn wir uns so gut verstehen, dann können wir auch zusammen Urlaub fahren. Und ich habe gesagt, ja klar, machen wir sofort. Und dann haben wir am Tag darauf nach weiteren 8 Stunden gesagt... Es ist die Michaela. Hier.
Genau. Und du würdest sagen, deine Resonanz einfach, du hast es also deine Gedanken, du würdest jetzt, also das ist wichtig, du würdest jetzt gar nicht sagen, ich muss bewusst denken, ich habe einen tollen Partner oder so immer wieder. Was ist denn ein toller Partner? So, und ich habe eine liebevolle Partnerschaft, das muss man nicht bewusst denken, sondern man muss einfach nur. Nein, doch, du musst wissen, was ist, genau das sind so Worte. Wundervoll, was ist wundervoll? Liebevoll, was ist liebevoll? Du musst für dich ganz klar haben, wie soll deine Partnerschaft aussehen? Das ist das Möchtest Wichtigste. Du viel zu Hause sitzen oder viel unterwegs sein? Möchtest du kulturell sein? Etc. Genau. Das Aussehen, wir denken immer, das Aussehen wäre so wichtig. Man weiß aber, dass man nach 3 Wochen sieht man nicht mehr, wie der Partner aussieht. Man sieht nur noch die innere Größe. Genau. Okay. Man sieht nur noch die innere Qualität. Aber ich meine jetzt vom Praktischen, also ich denke da, ich keine Affirmationen. Ich lebe in einer glücklichen Partnerschaft. Sowas muss man gar nicht machen, sondern es geht lediglich darum, sich bewusst zu sein. Ich bin offen und bereit. Genau, und von der Energie her aber, von der Resonanz ganz her genau. offen. Ganz genau. Und ganz oft ist es so, wenn du nämlich... Es ist ein Energiefeld, richtig? Ja, natürlich. Ja. Also wenn du sagst, ich bin offen und bereit, merkst du ganz schnell, bin ich gar nicht. Okay. Also bist du wirklich offen und bereit. Ganz oft ist es so, nee, ich möchte ja das nicht erleben. Ich habe eigentlich Angst davor, dass ich vielleicht wieder verlassen werde oder wieder verletzt werde oder so. Oder ganz oft ist es so, dass wir, wenn wir unsere Eltern anschauen, das waren ja unsere Vorbilder, wie haben die gelebt? Was war Ehe für die? Genau. Was war Sexualität für die? Sowas will ich was gar war nie. Geld für die? Aber das sind unsere Vorbilder, die haben es vorgelebt. Das ist unser Handwerkszeug. So, und dann merken wir, wir haben eine ganz klare Meinung von Partnerschaft. Und was hältst du vom Visualisieren? Weil meine Erfahrung ist halt so, das, was man sich immer wieder vorstellt, aber das Wort sagt schon Vorstellung, vorne hin, also das kommt auch. Ja. Es passiert auch, nur es ist dann meistens so nicht so toll, wie ich es eigentlich gedacht hätte. Also was hältst du vom Visualisieren? Ganz wichtig. Also das Gehirn speichert all das, was wir denken, in Bildern und Emotionen ab. Also sind Bilder enorm wichtig, weil das wird abgespeichert. Aha. Und wenn wir dazu noch eine Emotion haben, wird auch das abgespeichert. Okay. Und wenn wir das zum Beispiel eine Vision, also etwas visuell machen, längere Zeit aufrechterhalten, dann beginnt das Gehirn diesen Bereich tatsächlich zu vergrößern und unser Wahrnehmungsfilter, also wir filtern ja alles aus, wir nehmen ja gar nicht zu 100% alles wahr, sondern nur ein Tausendstel dessen, weil sonst würden wir, pro Sekunde kommen ja 10.000 bis 11.000 Eindrücke auf uns zu. Genau. Und das schafft unser Gehirn gar nicht bewusst zu verarbeiten und deswegen filtern wir aus. Und wir filtern mal auf diese Weise aus das, was wir bisher erlebt haben, unsere Kultur, unsere Moral, aber auch das, wo unser Ziel hingeht. Und wenn wir da ein klares Bild haben, das Bild ist deswegen so wichtig, weil ganz oft gehen wir in die Verneinung, ich will das nicht mehr oder jenes nicht mehr. Und das geht mit Bildern aber schlecht. Wenn wir aber ein Bild haben, wo die Reise hingeht, ist natürlich perfekt. Und natürlich eine Emotion dazu ist natürlich super. Wieso? Weil die Emotion ein ganz starker Träger ist für eine Zielsetzung. Das ist die verwirklichende Kraft. Naja, das ist ganz einfach. Wenn du mal zurückdenkst an Ereignisse von früher und dann hörst du eine Musik, ist die Emotion wieder da. Oder wenn du daran zurückdenkst, wie warst du mal zu 100% glücklich, da war der erste Kuss oder Händchen halten, hast du sofort die Emotion. Okay. Und die Emotion ist ein ganz starker Träger und auch ein ganz starker Visionsträger, der uns motiviert. Aha. Immer wieder sozusagen okay. in diese Richtung weiterzugehen und es beizubehalten. Weil gerade bei Partnerschaften ist es ja so, ich bin offen und bereit, dann kommst du nach Hause und alles ist ein Single-Haushalt. Alles ist einsam. Das sieht immer noch so aus wie vorher. Und du fragst dich dann, ich frage ganz gerne bei Seminaren manchmal oder bei Vorträgen, sag doch mal, was müsstet ihr alles verstecken, wenn euer Partner plötzlich auftauchen würde? So, und dann, boah Gott, das und jenes und so. Und das ist ja ganz toll. Bei einem Vortrag war eine Frau irgendwie in der dritten oder vierten Reihe und die sagte, Pierre, du glaubst ja nicht, was musst du denn verstecken? Erzähl mal, wenn dein Partner auftauchen würde. Meinen Ehemann? So, also du siehst, es kommen die verrücktesten Sachen. Aber kann man nicht sagen, wenn man was verstecken muss, dann wünscht man sich einen falschen Partner. Weil der Partner soll einen doch lieben, wie man ist. Und da muss ich nichts verstecken vor ihm. Ich weiß nicht. Wenn du jemanden zum ersten Mal kennenlernst, möchtest du dann, dass deine Socken da sind oder, keine Ahnung, die Pornohefte oder ja, ich weiß nicht. Aber wieso ist es dann wichtig? Wieso ist es dann wichtig, dass man, also was du hast die Frage gestellt, was muss man verstecken, wenn jemand heimkommt? Naja, es gibt doch Dinge, die wir schon längst hätten entsorgen wollen, wo wir immer die passen nicht Fotos mehr. Fotos vom Ex meinst du? Ja, Liebesbriefe vom Ex oder lauter solche Sachen, wo wir immer noch dran hängen, wo wir ihn einfach nicht loslassen, wo wir sagen, da muss ich mal einen Schnitt machen, das muss ich mal wegtun. Okay. So, und da sehen wir ganz
ganz schnell, dass wir emotional manchmal noch gar nicht bereit sind. Wir hängen noch an alten Sachen. Oder dass wir noch gar nicht wirklich vertrauen, dass der Partner zu uns kommt. Das ist immer noch so eingerichtet, wie ich bin ein Single. Und wie kann man dann emotional bereiter werden, sage ich jetzt? Also gibt es eigentlich nicht bereit werden? Doch, ich finde, sagen wir jetzt Tinder und wie sie alle heißen, oder Partnerbörsen. Also jeder findet seinen Bereich, wo er gerne sozusagen sich zeigen möchte. Aber es geht nicht um das Suchen. Das ist ganz wichtig, sondern das Erste ist, ich bin offen und bereit. Weil normalerweise, gerade bei Partnerschaftssuche, ist ja so, dass wir Try and Error machen. Wir sehen in der Bar und dann kommt jemand und der macht ein paar Komplimente und wie nett, der hat mich erkannt, der ist so lieb. So. Ja. Und wir sind einfach nur hungrig nach Komplimenten. Genau. Und der Rest passt nicht, weil wir keine klare Vorstellung haben, was will ich eigentlich. Wenn ich aber weiß, meine Partnerschaft, die ich leben möchte, soll diese Bereiche abdecken, dann habe ich dieses Resonanzfeld und dann kommt niemand andere rein, als der das abdeckt. Das heißt, ich öffne mich bereits, egal, ich kann natürlich auf eine Party gehen, ich kann natürlich auch in den Park gehen, aber es kann sein, dass ich sitze im Taxi und der springt rein, weil er denkt, das Taxi ist leer. Ist es eigentlich so, ich kann mich erinnern, es ist schon ewig her, weiß nicht, vor 10 Jahren oder 15 Jahren, da hatte ich Angst, dass ich schwanger bin und dann habe ich nur schwangere Frauen gesehen. Ja. Kann man das so praktisch... Das ist der Wahrnehmungsfilter, funktioniert so. Wenn wir unseren Fokus auf etwas anderes legen, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir dick sind, dann finden wir alle dicken Menschen doof. So, genau. Und. Mhm. Also unser Wahrnehmungsfilter, wenn wir unseren Fokus auf etwas richten, richten wir auch unseren Wahrnehmungsfilter in der Außenwelt danach und sehen nur noch das. Also der Fokus bestimmt den Wahrnehmungsfilter. Da muss ich meinen Fokus natürlich auch wieder dahin richten, zu dem Partner, wo es passt. Das tust du ja schon. In dem Moment, wo du weißt, was ist Partnerschaft für mich? Ich möchte da Tiefe haben, ich möchte Würde haben, ich möchte viel reisen, ich möchte gerne zu Hause sitzen und ein Buch lesen, ich möchte kochen. Also was möchtest du erleben? Und du brauchst ja dann einen Partner, der auch gerne kocht und nicht dauernd essen gehen möchte. Und man stellt sich dann auch vor, was man mit ihm macht. Genau. Ja. Ganz genau. Und auch ganz dieses Gefühl eben reingehen. Ganz genau. Okay. Ganz genau. Aber und ganz wichtig ist dabei, dass wir aber emotional dabei bleiben. Weil ganz oft ist es so, dass wir sagen, dann sind wir mit Freundinnen zusammen. Ah ja, ich habe ja auch keinen und du auch nicht. Ja. Wir sind mit Singles zusammen und dann fällt alles wieder zusammen. Ich finde auch wichtig, sollte man mit anderen drüber sprechen oder eher nicht? Ja, ich würde mit den Leuten drüber sprechen, wo man weiß, die meinen es gut mit mir. Aber viel wichtiger ist, dass ich in Resonanzfelder gehe, wo bereits das sich erfüllt das hat. Das ist ein wichtiges Thema, weil ich weiß, du sprichst auch immer von Resonanzfeldern, in die man sich begeben kann. Erzähl mal, was ist halt erstmal, wie spürt man die? Wo weiß man, welches Resonanzfeld, als Beispiel Partnerschaft. Ich möchte jetzt eine Partnerschaft, in welches Resonanzfeld soll ich mich bewusst begeben und wie wirkt es dann oder wie hilft es? Ja, ich gehe auf jeden Fall schon mal nicht in Resonanzfelder, daran kann man es am einfachsten erkennen, wo all die Singles sind seit 30 Jahren und die eh schon aufgegeben haben. Und die wollen, dass wir auch aufgeben. Ja, oder mit Leuten, die negativ sprechen. Oder genau. So, bei einer Wohnungssuche ist es noch besser zu erkennen. Ja. Ich suche eine neue Wohnung, dann ist es einfach gut, mal in diese Viertel zu gehen, wo ich in Zukunft wohnen möchte, in den Cafés zu sein, also in dieses Resonanzfeld zu gehen, mit Leuten zu reden. Das heißt, ich werde hineingezogen, immer mehr. Und plötzlich erfahre ich, wo etwas, so haben wir unser Traumhaus gefunden, wo wir damals seit 15 Jahren gewohnt haben, was unmöglich gewesen wäre. Aber wir waren dauernd in diesem Feld dort und dann hat tatsächlich irgendwann mal eine Apothekerin, die uns wiedererkannt hat, weil Michaela beim Schwangerschaftstest irgendwie 15 Mal draufpinkeln musste, weil wir nicht wussten, ist sie wirklich schwanger oder nicht. Und die hat sich erinnert und dann gesagt, da. Ja. So, plötzlich haben wir eine Information bekommen, da gibt es jemanden, der gerne sein Haus vermieten möchte. Und das ist das Resonanzfeld. Und bei Partnerschaft genauso. Triff dich mit Menschen, die glücklich verheiratet sind. Die wissen am meisten darüber. Und triff dich nicht mit Menschen, die unglücklich verheiratet sind. So, die eh schon am Abstürzen sind oder wo die Ehe tot ist. Nein, triff dich mit Menschen, wo bereits das sich erfüllt hat. Möchtest du in einen Beruf zum Beispiel reingehen, der dich erfüllt, dann triff dich mit Menschen, die bereits diesen Beruf ausüben, also die Erfolg haben. Die Leute, die keinen Erfolg haben, die werden dich immer wegbringen davon, weil sie sagen, das ist doof, das brauchst du nicht. Ja, genau. Aber Leute, die Erfolg haben, wollen dir helfen. Die sind ebenso beseelt. Die wissen, wie es funktioniert. Die wissen, wie es geht. Okay. Und deswegen frag Ehepaare, die glücklich verheiratet sind, weil die ziehen dich in dieses Resonanzfeld hinein. Und welche Möglichkeiten gibt es noch eben dann die eigene Ausstrahlungskraft, also die ausstrahlt, zu verstärken. Also mit bewusstem Denken, mit bewusst, was man will, auch in diese Energiefelder reingehen. Was kann man noch machen?
Du musst eigentlich gar nichts machen, das ist ja das Schöne. Ja. Wir glauben immer, wir müssen ins Tun verfallen. Ja, genau. Wir müssen nichts tun. Machen. Nichts. Ja. Wenn das Einzige, was es zu tun gibt, sich selbst zu lieben. Ja. So wie ich bin. Ich zum Beispiel, schau mich an. Ich liebe mich. Ich mag mich. So, jetzt kann man aber normalerweise sagen, nee, das kann doch nicht sein. Ich meine, du bist ein alter Lackel, dann hast du noch einen Bauch und dann das und so. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wir glauben immer, wir müssten noch das tun, ich muss noch so aussehen und ich das so. Und erst dann geht's los. Es geht nie los, weil dann kommt noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Deswegen nichts tun. Das Tun verhindert das genau. Erleben. Also geht's nicht ums Tun, sondern ums Sein. Ums Sein. Weil Energie ist ganz ja genau. Eher Sein, also ganz ist genau. Ja da. Ganz genau. Und es geht ja immer ums Annehmen. Es geht nicht darum, ums ich geh in die Welt und hole. Ja. Das ist ja genau das, was ich mal glauben. Suchen heißt ja, jemand anderer kann mir das wegnehmen und ich muss mich beeilen, bevor der Partner weg ist, das Haus weg ist, der Job weg ist. Da leben wir vollkommen im Mangel. Mhm. Sondern das Ziel ist, eine innere Kraft zu entwickeln, eine innere Würde zu entwickeln, ja. Selbstliebe zu entwickeln, sich anzunehmen, sich zu mögen, nackt vorm Spiegel zu stehen und find sagen, ich auch wichtig. Ja, prima. Ich finde es so toll, weil du sagst, du liebst dich. Ja. War immer schon so? War es immer schon so? Nein. Nein, nein, das kam, nachdem ich mich da in den 4 Monaten zurückgezogen habe. Nein, davor, ich war verklemmt, obwohl ich ja so erfolgreich war, war ich eher schüchtern und scheu und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und nein, ich wurde als Kind viel zu früh in den Erfolg reingepusht. Damit kam ich überhaupt nicht zurecht. Also ich habe das, ich bin ungern unter Menschen gegangen, war ungern in Partys. Ja, wenn man mich ansprach, ich hatte ein Gesprächsthema, aber ich konnte nie ein Gespräch beginnen irgendwie. Und das war jetzt irgendwie, und Mädels, ja, es gab ganz viele Mädels, aber den glaubte ich nicht, die meinten ja gar nicht mich, ja, die meinten genau, ja nur meinen Erfolg. Genau. So, also es, da vermischte sich so viel, nein, das alles kam überhaupt, der Wandel kam erst, als ich mich akzeptierte. Und ich wusste, spielt überhaupt keine Rolle, ob ich noch 40 Filme mache oder keinen einzigen. War das eine Entscheidung? Du akzeptierst dich jetzt? Es war, letztendlich ist es eine Entscheidung. Ja? Bei mir war es ein Wandel in diesen 4 Monaten. Aber letztendlich ist es eine Entscheidung. Man muss sich mal entscheiden, ich bin so, wie ich bin und es ist wundervoll. Aber es spielt keine Rolle, ob ich, keine Ahnung, 1,50 Meter bin oder 1,95 Meter bin, ob ich dürr oder dick bin, es spielt keine Rolle. Wir sind wundervolle Wesen, wir sind göttliche Wesen. Und wenn wir das beginnen zu begreifen, dann strahlen wir das aus. Mehr müssen wir nicht tun. Und jeder möchte diese Strahlkraft haben. Genau. So. Also deswegen, das Tun bringt gar nichts. Das Tun bringt nur ganz, nein, immer, das bringt immer nur ganz schnelle Ergebnisse. Ja. Oh Gott, genau. Und dann haben wir, ach, es war wieder mal ein Irrtum. Tun ist auch aus dem Verstand. Ja. Und das ist ja begrenzt. Ja. Aha. Ja, und immer im Momentum. Nie auf einen längeren Zeitraum berechnen. Genau. Und wenn du einfach bist, also, weißt du, auch mir ist auch egal, ob ich mein Buch einen Erfolg hat oder nicht. Das Einzige, was mich interessiert nicht, ob das 100.000 verkauft oder 3 Millionen. Klar, mein Ego schon. Hey, mein Buch hat sich jetzt, und ich habe mit 21 Sprachen übersetzt. Klar, sage ich das auch gerne. Ja. Natürlich. Aber ich muss gleichzeitig über mich lächeln, weil es mein Ego ist. Und, aber für mich selber spielt es keine Rolle, was mich total beseelt. Und deswegen, ja, ich bin da angekommen, ist, wenn ich bei meinen Seminaren, wenn ich dabei sein darf, dass mein Leben etwas ausmacht, dass mein Leben eine Sinnhaftigkeit hat, weil Menschen transformieren, positiv sich verändern und ich darf dabei sein. Das spürt man auch so stark. Man spürt es so, es geht hier wirklich darum, es geht ja um die Menschen. Ja. Das spürt man einfach. Und das weißt du, ich sag mal, wie geil das ist. Wie schön. Du bist, du darfst dabei sein. Und dann hat das Leben Sinn, ja? Ach, weißt du, ich weiß ja noch, wenn ich dann müde bin und dann, ich arbeite ja relativ viel und dann denke ich mir, ah ja, wirklich, soll ich es wirklich machen? Dann lese ich meine Mails und dann schreibt jemand das und das und das. Genau. Wow. Ich kann es total verstehen, genau. Das ist, das ist Balsam für die Seele. Alles andere ist dann plötzlich so unwichtig. Und deswegen einfach sein, authentisch leben. Also herausfinden, was macht mich authentisch. Da müssen wir auch nichts mehr verstecken, dann brauchen wir die Masken auch nicht mehr. Vielen, vielen Dank, dass du jetzt Zeit hattest für dieses, ich finde, es ist halt, du bist eigentlich der Experte für Resonanz und du erklärst es so klar und so, du vereinfachst es einfach so, dass man es wirklich versteht. Toll, dass du auch immer motivierst. Also, jetzt bedanke ich mich noch bei meinen Zusehern.
Ich hoffe, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie mir. Informationen zum Pierre Frank findet ihr natürlich auch im Abspann. Informationen zu mir und zu meinem Interviewangebot findet ihr auf meiner Webseite. Und ich freue mich, wenn ihr mich abonniert und ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr informiert, wenn ich neue Videos hochlade. Ich abonniere dich. Ja, ich habe ihn auch abonniert. Okay. Also dann, bis zum nächsten Interview. Bis bald.